lebt noch. Ich bin mir noch dafür. Aber er an sich ist noch fahrbereit. Ich will noch zwei hier drinnen sehen. Ich will noch zwei hier drin sehen. Zwei und nicht alle. Lass den Medic rein, lass den Medic rein. Wer ist uns voll? Hi. Peanut muss noch rein. Einer steigt jetzt nochmal aus, weil der Medic muss. Okay, MG3 steigt aus. Alles klar, Peanut drin. Bis cool, ja. Uns fehlt noch einer. Egal. Flieg, Tazel, flieg. Ja, da vorne stehen nur noch drei oder vier Leute. Das waren wirklich nur 5 Leute, die uns getötet haben? Das waren nur 5 Leute. Ja, oh, das mein Problem Gott. Ist, wenn oh, du Mann, Bäume dazwischen hast und nicht siehst. Nein, das Problem ist, dass ihr alle in den Fahrzeugen gesessen seid und nicht gedeckt habt. Also ich ja, finde auch, das Leute. Problem ist, dass das Gelände sehr unübersehbar ist. Und wo ich mit Nightshift draußen war, da wurden wir auf einmal von irgendwo beschossen und Nightshift hat es erwischt und mich dann auch. Du musst das überhaupt? Ja, sorry, ich dachte, ich hätte mit Wärmebildern noch ein bisschen mehr sehen können, aber ich hab Pac-Man, nicht du bist, ich, jeder hört dich. Lösen. Echt? Ja. Lösen. Warte mal. Noch einer da? Ich höre noch Akro. Ja, Mila, einen Moment, sonst hat jetzt ein Kopf reingeflogen. Ah, okay. Testen gerade Funk. Also, ich höre noch das Piepen, heißt das jetzt? Jetzt geht's wieder. Okay. Okay, doch nicht. Möhrer, Mila, seid ihr beide vollständig? Genau. Also Grinsen. Packen ist auch hier mit dem Hubschrauber. Oh, okay. Ja, aber ich höre ihn trotzdem. Allein die Stelle mit einem Schwerverletzten. Mit einem Schwerverletzten. Okay, Sunny, wir haben einen Schwerverletzten. Wir haben übrigens zwei Sunnys nur zu empfehlen. Jo. Wir werden sterben. Sag doch sowas nicht. Okay, Leute. Hubschrauber sicher, bis er wieder abhebt. Hallo. Und nach vorne ist sicher in den Konvoi dann. Der letzte bitte auch aussteigen. Wäre ganz toll. Danke. Okay. Fordere damit sofortige Wirkung. Medic in die vordere Front an. Wir haben Schwerverletzten hier. Medic ist unterwegs. Wir sind hinter euch. Also einfach eins machen nach. Hey! Ey, vor der zunehmenden Tür, putz! Ey, alle drin? Drin? Ja. Pioniere drin. MG3 Kampf drin. Los. Los geht's. Weil wir sind kaum. Boah, nee. Eine Flugstunde mit Kasen. Was ist denn los hier? Also, Fischer schön. Irgendwas scheint in der Map zu sein. Ja, wenn gleich da steht, Hasel ist losing connection, dann wird's ganz böse. Ja! Dann weiß ich noch bei der Backhawk-Down-Mission, Mila als Klon, der bewusstlos war. Ja, das war Mila? So cool. Mila? Und dann plötzlich dann Mila was killed. Nein! Ja, vor allem, wo ich dann auch meinte, Mila, sobald du mir bei Bewusstsein. Tü. Ja. Aber ich fand's cool, wo ihr gelandet seid. So mitten in den Tampa, lebend noch. Blackhawk. Das war eine coole Aktion, ja. Vor allem, wie schön wir dann noch in 40 Meter Höhe durch die Pampa geflogen sind.
Der Helikopter ist explodiert, oder? Nee, der ist einfach, der ist runtergefallen wie ein Stein, aber wir haben es alle überlebt. Okay. Okay, wir sind tagelang. Das war halt das Gute, dass Milan noch so lange bewusstlos war, weil dadurch ist der Heli halt noch gerade über die Stadt drüber und raus aus der Stadt geflogen. Ja, wir sind im flachen Gelände dann. Wäre der mitten in der Stadt gestorben, statt bewusstlos geworden zu sein, dann wären wir in die Stadt rein und in 1000 Teile zerschellt, aber so ging's. Warum disconnected Möhre die ganze Zeit? Ne, der hatte einen Absturz. Ja, das ist immer so, wenn der die Leiche in Anführungszeichen noch nicht disconnected war. Sind wir schon da? Wir müssten gleich da sein. Alter, schon das Ding, Blutdruck wieder einsteigen als Fahrer, Nightshift in Sicht, bleiben auf Haus. Ist Juli? Ja. Ja, ich sitze dran. Juli, raus. Okay, raus. Da bin ich nicht lustig rum. Okay, hier MG3, mein Assistent ist raus, ich bin jetzt mit dem MG alleine. Steig mal als Fahrer ein. Und dann gehst du mal zum Rücksitz. Hazel? Ja. Alpha 1 Funktest. Dürfte ich mal kurz alleine sprechen, okay, dass es jeder mitbekommt? Ja, kurz. Okay, so nehme ich außer Fahrer und Schütze alles soweit absteigen. Hier Alpha 1 an Alpha 4. Unser Dingo ist ausgefallen, wir können ihn nicht mehr bewegen. Ja, Alpha 2 an Alpha Lead, bitte weg. Alpha Lead hört Alpha 2. Haben die Pioniere Minensucher. Wir haben einen Verletzten am Dingo davon, das muss mir jemand sagen. So, weit beiden ich Toten, negativ. Schütze und Fahrer, die sind tot. Hier Pioniere, okay, haben mich gehört, negativ. Vorschlagen, nach Minen. Bis also, guck mal mit, wir brechen ein bisschen nach rechts aus. Na dann, hopp. MG3 bricht ein bisschen nach rechts auf den Hügel aus. Alpha Lead an Hauptquartier. Das aus, könnten Sie Minensuchgeräte und 2 Ersatzreifen einfliegen lassen können? Beschuss aus Ost. Negativ momentan nicht möglich. Ingenieure sollen versuchen, die Fahrzeuge zu. Okay, Standard, dann Wolf kann vorfahren. Ich gehe zu Fuß. Alpha Lead an Alpha 2 Lead, was ist da vorne los? Keine Ahnung, unser Fahrzeug hat gerade geschossen, ich wollte gerade eine Meldung haben. Pixel, euer Demo kann auch vorrücken. Rauch auf 40 Grad am Hang. Okay, war schon wieder voll gesetzt.
Alpha Lead an F2, hast du jetzt eine Meldung von deinem Schützen gekriegt, was da jetzt los war mit dem Beschuss? Ja, Infanterieeinheit. Ich wiederhole, zwei Infanteristen waren da. So, verstanden. Marschen die Bäume. Rot kaputt. Brennt. Fallschirmspringer. Geht runter. Dingo soll anfangen, die Fallschirmspringer abzuschießen. Habe ich Feuer frei auf die Fallschirmjäger? Positiv, positiv, positiv. Richtung Linie 12 Uhr Straße vor dem Hof. Ja, Feuer. Dass die Mine sich nicht hat, die Mine einfach bewegt. Element. Alle Fallschirmspringer down, Feuer einstellen, Feuer einstellen. Feuer einstellen, wir warten. Feuer einstellen, Magdag! Feuer einstellen! Lade nach. Grinse, du kannst auch 5 Feuer einstellen, Feuer einstellen. Was ist los mit der Panzermine da vorne? Adler. Botzi, ja? Du musst schneller sein mit den Befehlen durchgeben an deine Leute. Die Typen und Dingo hören das nicht. Ich hab gar kein Dingo mehr. Was mir ist, sorry. Also ohne Sprengung. Adler, ich hab das so gemacht, dass Alpha 1 zwei Leute links und zwei Leute rechts vom Dingo ist. Ja, das haben wir gerade die ganze Zeit gemacht. Ich würde sagen, dass wir das dann so gleich, also so weitermachen. Du kannst aus dem hier dann. Naja, aber nicht auf Dingo-Höhe, sondern auf Mörreshöhe. Ah, okay, okay. Wir machen Feuerlinie, wir sind die Mitte. Genau. Wir machen das wieder so, zwei links. Was ist jetzt Pioniere, wo sind die? Was ist jetzt mit der Panzermine? Also, laut Element hat er so jetzt. Wie immer, ihr bleibt also Pack. Panzermine ist weg. Und ich bleibe hier auf der linken Seite. Ah, okay. Und in der Höhe von Möhre, diesmal nicht vom. So, Flankenposition einnehmen. Möhre, dann lauf schon mal los. Maximum Höhe 30. So, alle Mann soweit wieder aufsetzen, die abgesetzt sind. Und geht's weiter. Flankenposition eingenommen. Links 2, rechts 2. Im zwei. Lauf. Alpha 1 ist bereit. Geschwind, Marsch. AA und MG3 bereit. Alpha Lead verstanden. Pioniere, so verstanden. Hier Alpha 1, gerade ist uns ein Pilot entgegengerannt, wir haben ihn bekämpft. Alpha Lead an Alpha 2, was wurde gerade vorne geschossen? So wie es aussieht, war es der Pilot. Habt ihr ihn erwischt? Nicht nur nach vorne decken, sondern die äußeren auch Flanken decken. Alpha 2 meldet mit. Rechtskontakt irgendwo. Alpha Lead an Alpha 2, Statusbericht, wie sieht's vorne aus? Ja, Alpha 1, wir haben feindliche MP24 gesichtet. Ein, AA-Team raus, Heint. Ihr MG3 Lead, die haben vorne mehrere Verwundete oder Tote von uns. Heint, erfolgreich bekämpft, Fallschirmspringer gesichtet.
Fallschirmspringer soweit wie möglich bekämpfen. Sind die Jungs tot oder? Tot. Bereit machen, wir haben gleich einen Verwundeten. Alles klar. Aufrücken oder wird er zu mir gebracht? Ey, ich wollte ihn sehen. Nein, ich bringe ihn zu dir. Alles klar. Der Gong geht. Fallschirmfinger tot, Fallschirmfinger tot. Feuer, kannst du mir ein kleines bisschen entgegenkommen? Also Alpha 1 hat zwei Verwundete. Zwei Tote meine ich. Oder warte mal, vielleicht leben die noch. Die sind tot, die sind tot. Glaube nicht. Nach vorne decken. Ich habe die schon überprüft. Okay. Nightshift nach vorne decken. Ja. Schon wieder als Pac-Man und... So, ich brauch mal ganz kurz eine Statusmeldung. Wer ist alles jetzt tot? Ich brauch Todesmeldung. Von wer? Alpha 1 ist Pac-Man und Blutvogt gestorben. Also zwei Leute. Wir haben drei Tote. Einer liegt hier und zwei rechts neben der Straße. Einen Moment, ein Ding nicht wirken. Okay, ist mir rot. Straßensperre voraus. Ja, hab ich schon gesehen. Butti, du mit deiner Truppe soweit ein bisschen weiter nach vorne gehen. Straßensperre sichern, damit die Pioniere sich sprengen können. Okay, also Nightshift, hast gehört, vorsichtig ja. Vorrücken. Pioniere vorne beim Dingo sammeln, wir haben eine Straßensperre. Möhre ist tot, tot? Ja, ich, ist tot, down. Ich bin wieder in Ordnung. Alles klar. Steinadler. Damit schön Steinadler. Nach Einnahme der Straßensperre, neuer Einflug von Einheiten, Inventarliste, was braucht ihr, was wollt ihr? Pioniere da. Munition für die Fahrzeuge, würde ich sagen, Munition für die Männer. Ich weiß nicht, ob ich für die Fahrzeuge mitnehmen kann. Ja, aber auf jeden Fall, wir brauchen Stinger-Raketen. Na, wie sieht's aus? Was sollen wir sprengen, rechts oder links? Klar, Moment, oder beides? Wird erstmal gesichert und dann beides. Okay, beides. Element machst du dann links? Alpha Lead an Alpha 1. Alpha Lead an alle Leader. Wenn diese Sperre bei entfernt ist, sollen wir uns da erstmal sammeln, dann wird Support von der Basis eingeflogen. Du weißt, dass du mit Pfeil hoch, Pfeil runter einstellen kannst, oder? Was einstellen? Die Entfernung. Du hast unten ein Entfernungsmesser drin mit Pfeil hoch, Pfeil runter, kannst du die Entfernung einstellen. Das Tab, falls du es benutzt, funktioniert nicht. Und ich bin wieder draußen. Grin. Du musst funken, der hört dich im Fahrzeug nicht. Jetzt bin ich taub, super. Nur zur Info, ich bin taub. Steinadler, hol den anderen Dinko vor, hol den anderen Dinko vor. Unser Pilot ist staub und stumm und taub, mein Gott. Also das dumm unterbiete ich mir jetzt. Dumm und staub. Geil. Ja, ich glaube, das ist das, was du im Hirn hast. Staub. Es ist ein Buchstaben drin.
Ach, das ist schön, bei Milli kann es auch mal gedacht werden. Vorne ja, so sterben, werden Kameraden niedergemetzelt. Und ihr lasst euch auch kaputt. Was kann ich überhaupt hier? Du hast gesagt, nimmst du das auf? Ja, jetzt gerade schon. Vielleicht mache ich so 20 Minuten Dumm- und Staub-Clip. Oh mein Gott. Ja. Und im Anhang Dumm- und Staub. Jetzt draufklicken, damit ihr vorspult. Kennt ihr Helden in Strumpfhosen, wo der Sheriff von Nottingham, der auch immer alles verkehrt rum sagt und mal anfängt rückwärts zu reden und so. Oh, geil. Ehrlich, oh, ist Tracer. 12 Uhr. Oh, da unten liegt schon jemand. Ah, das sieht aus wie Feind. Hub geschraubt. Juhu, wir haben endlich wieder ein Fahrzeug. Ja, ne? Und raus. Dankeschön. Wenn du jemanden ausschicken willst, bitte nur zwei Leute, nicht einzeln. Ich habe was vergessen, ich habe noch die Stingers drinnen. Bitte mal abholen. Alpha 2 Dingo Position erreicht. Alpha Lead und AA Team, übernimmst du das mit den Stinger Raketen? Ja. Alles klar. Ich habe auch noch Sprengladungen drinnen. Wo muss ich denn da ran hier? Das ist weiß ich nicht. Irgendwo. Kommst du ran? So, jetzt müssen wir das nur so raus, das laut. Hattet ihr schon was ausgeladen? Nö. Nee, das geht nicht. Kommst du nicht ran? Nein, negativ. Also ich trau mich auch nicht bis nach hinten zu gehen, wenn du Heck gut. Ja, ich leg's hier, ich leg's daneben hin. Leg dich hin, würde ich sagen, gut. Wie viel C4 war das? Das war nicht nur C4. Feuerwerk! War nicht irgendwie nur gesagt mit C4? Lass uns noch mehr auf die Feinde aufmerksam machen. Ihr habt nicht nur den Heinz weggeholzt, sondern auch gleich den halben Wald. Ja, so war es ja. Ich hab zwei C4 in die Bäume gelegt und ja, keine Ahnung, wie viel Element dahin gehämmert hat. Also, man kann links an dem Hubschrauber vorbeifahren. Ja. Lass uns auf die Secondaries warten, bis die Explosionen weg sind. Weiter damit umfahren und wir müssen hinten machen. Wir haben jetzt die Hälfte des Weges. Bitte auch dem Dingo sagen. Über Funk. Und ein bisschen verteilen, wenn es geht. Können wir nicht rechts laufen, dann laufen wir dann so links. Achso. Ja. Weil die beides laufen sollen. Dingo ab. MG-Team kommen. Ja, hier MG-Team, wir haben mit der Ausdauer zu kämpfen. Irgendwas ist hier nicht so in Ordnung. Achso, verstanden. Nur zur Info, wir werden jetzt langsam vorrücken.
Oh, irgendjemand geht da als Fahrer rein. Da ist jetzt kein Fahrer drinnen. Wir sollten noch nicht vor dem Dingo laufen. Wir sollten noch rechts daneben eine Linie bilden.